Im heutigen Video sind wir wieder in Hirschfelden unterwegs und machen unsere Mission, und zwar die allerletzten. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video und unserem Hirschfelden Missionen Guide Nummer 22. Und weil heute alles gut läuft, wovon ich mal ausgehe, werden wir die Mission heute beenden. Wir haben noch zwei offene Missionen und die erste wird sein Conny 10. Gehe zur Turmruine Petershain, erlege einen Rothirsch, ein Reh oder einen Dammhirsch per Bogenschuss ins Herz und verwerte es. Heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Turmruine Petershain und müssen schauen, dass wir da einen Dammhirsch, einen Rothirsch oder einen Reh finden, dem wir dann einen Bogenschuss ins Herz versetzen. Mein Plan ist, hoffentlich ist es jetzt früh morgens so 5:45, dass wir da auf den Feldern vielleicht das ein oder andere Reh treffen, denn die Rehe kommen schön nah ran und so ein Herztreffer mit dem Bogen ist natürlich auch immer was Spezielles, deswegen toi toi toi, dass wir da ein Reh finden. Wir haben auch noch einen Vorteilspunkt offen vom letzten Mal und den wollen wir noch kurz verteilen. Und zwar möchte ich den bei den Flinten verteilen, bei schnelles Schultern. Denn das lässt uns den Zielmodus mit jeder Waffe schneller aktivieren und verlassen, sowie die Waffe schneller wechseln. Also Waffe schneller wechseln, immer gut. Und jetzt renne ich hier gegen Baum, das wollen wir natürlich nicht. Heißt, hier können wir jetzt auf jeden Fall auch schneller unsere Waffe ziehen, beziehungsweise schneller in den Zielmodus reingehen. Das ist gut. Aber jetzt wollen wir natürlich erstmal weiter zur Turmruine. Ach, und bevor ich es vergesse, möchte ich natürlich auch nochmal Danke sagen, denn ihr habt alle abgestimmt für die nächste Map, auf der wir einen Missionenguide machen werden. Und es ist relativ eindeutig Leighton Lake geworden. Heißt, ab nächster Woche, ab dem 16.02., das ist kommenden Freitag, werden wir die Missionen in Leighton Lake starten. Es wird wieder einen Missionenguide geben. Ich hoffe, ihr freut euch. Markiert es euch also im Kalender, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr auch nichts. So, wir sind angekommen in unserem gelb markierten Gebiet, was ich dieses Mal auch überhaupt nicht übersehen habe. Und jetzt werden wir mal schauen, dass wir hier irgendwo einen Dammhirsch, ein Reh oder einen Rothirsch finden, dem wir den Pfeil ins Herz jagen können. Oh, wir haben hier direkt eine Rothirschspur. Die scheint aber eher aus dem Gebiet rauszuführen, deswegen werde ich die mal nicht verfolgen. Suchen wir uns lieber mal was anderes. Übrigens, da wir jetzt Stufe 27 erreicht haben in der letzten Folge, konnte ich mir auch endlich den Rothirsch-Caller kaufen. Heißt, wir können jetzt auch die Rothirsche callen. Ist jetzt natürlich nicht mehr so hilfreich hier in der letzten Folge für die Mission. Wir kamen auch ohne klar bisher, aber nichtsdestotrotz haben wir ihn jetzt für alle Fälle. In Leighton Lake werden wir ihn nicht brauchen, aber er ist in der Tasche. Ja, mal, gibt es hier gar keine Tiere? Ich höre hier nichts. Ich sehe hier nichts. Was ist hier bei der Turmruine? Oder gibt es hier nur Gespenster bei Nacht? Oh. Da ist unser Reh. Oh ja, das brauchen wir. Ich suche mir schnell einen Busch. Schnell in den Busch. Der uns wahrscheinlich wieder nicht schützen wird. Habe ich mir gedacht. Was mit dem hier? Perfekt. Hier wird es wahrscheinlich auch nicht besser aussehen. Nun gut, dann müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Keine Deckung. Also das Call geht los. Und es klingelt an der Tür. Oh, wo ist unser Reh? Oh nein, da läuft's. Okay, okay, okay. Wir können noch, wir können noch. Oh, der Postbote. Kann man noch... Ah, es kommt nicht dichter. Okay, egal. Wir versuchen es von hier. Come on, Herz. Gott, ich bin überhaupt nicht aus der Puste, nein. Ah! Ich gebe dem Postboten die Schuld. Ist das andere auch noch da? Oh, verdammte Axt. Das andere ist auch weg. Oh, ist es doch nicht weg? Wo ist es? Ich hab's doch gehört gerade. Da! Hallo! Schleichst du dich von hinten an? Kopf hoch, Kopf hoch. Mann! Das waren jetzt zwei Chancen, ne? Okay, ich muss mich jetzt mal wieder runterfahren hier. Ja, gut, das haben wir vielleicht... Alter! Also die Richtung war gut, wir waren leider nur deutlich zu niedrig. Ach, Manno! So, jetzt suche ich nochmal eben den Anschuss von dem ersten Reh. Das muss ja irgendwo hier gewesen sein. Ah ja, genau hier. Und dann gucken wir mal, wo das noch hingerannt ist. Ah, da ist das, was ich eigentlich gesucht habe. Rehe auf den Feldern. Lass uns mal schnell das eine noch einsammeln und dann holen wir uns da ein Reh auf dem Feld. Und dann hoffentlich mit Herzschuss. Da ist es. Wo haben wir das erwischt? Ah, da waren wir ein bisschen zu weit vorne. Okay, 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 okay. Aber so die Höhe hat auch hier gepasst. Wobei bei dem anderen hat die Höhe nicht gepasst. Egal. Jetzt gucken wir, was die Rehe hier können. Diesmal ist der Wind auch auf unserer Seite. Und in dem Busch hier sind wir vielleicht dann diesmal doch ein bisschen geschützt, ja? Spiel, was hältst du davon? Gar nichts. Ey, das kann doch nicht sein. Kann ich mal in irgendeinem Busch ein bisschen geschützter sein? Vielleicht da drüben? Na, hier sind wir ein bisschen geschützter. Hier sehe ich aber schlecht.
Boah, hier ist aber richtig gut. Oh ja, hier ist gut. Hier gefällt mir richtig gut. Okay, dann kommen wir mal. Kommen Sie her, liebes Reh. Kommen Sie her. Akupunktur. Heute kostenlos. Ja, da läuft schon mal was los. Das kann mal richtig schön nahe kommen hier jetzt. Komm. Nicht hinter den Baum. Hinter Baum ist ein bisschen doof. Oh nee, jetzt bleibt der dahinter stehen. Okay, let's try. Oh nein, treffe ich das? Oh, jetzt. Nein, dreh dich um. Da. Oh, das kann doch gesessen haben, oder? Oh, der hat gesessen, Leute. Ich schwöre, der hat gesessen. Come on. Yes! Da ist das Reh. Wir nehmen es an. Und wir haben Conny 10 abgeschlossen. Wunderbar. Das bedeutet auch, wir haben nur noch eine Mission offen, Freunde. Und diese Mission heißt Tesla 10. Gehe zum Müllerwalder Holzwerk, erlege das riesige Wildschwein und verwerte es. Das werden wir jetzt machen. Müllerwalder Holzwerk, ganz hier oben im Norden. Da werden wir jetzt hingehen und dann werden wir schauen, ob wir das Wildschwein finden. Ich meine, bei einigen Leuten ist das Wildschwein Dia gewesen, bei anderen nicht. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ihr könnt mir derweil auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denn die Leighton Lake Missionen schon gespielt habt. Wenn ja, wie weit seid ihr da? Seid ihr schon durch? Wie haben sie euch gefallen? Hattet ihr irgendwo Schwierigkeiten? Ich weiß, dass es da wohl die eine oder andere Mission gibt, die ein bisschen herausfordern. Da ist vor allem eine Kojoten-Mission, wo die Kojoten nicht mehr in dem Gebiet vorhanden sind, wo man sie eigentlich bejagen soll. Das macht es ein bisschen schwieriger. Teilweise sogar unmöglich. Deswegen, da bin ich sehr gespannt. Wie habt ihr das gemeistert? Habt ihr das gemeistert? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich mich da für nächste Woche schon mal gedanklich drauf vorbereiten. So, da hinten ist das Holzwerk. Es ist nicht mehr weit. Ich halte schon mal ein bisschen die Augen offen, bin schon ein bisschen langsamer geworden. Ich glaube zwar, das Wildschwein wird erst getriggert, wenn man den gelben Bereich betreten hat, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich hatte hier ja schon mal eine sehr lange Verfolgungsjagd mit so einem Wildschwein. So, wir sind drin im Gebiet und jetzt heißt es auf die Lauer legen. Ne, eigentlich laufen wir hier rum, bis wir es finden. Wildschwein, wo bist du? Zeige dich. Das ist kein Wildschwein. Steht das da, wo Wurst auch stand? Das wäre dann irgendwo da vorne. Ich weiß es nicht mehr. Oh! Paul? Das ist wirklich irgendwo da vorne. Nee. Bleib mal ganz entspannt, Kollege. Ich habe wie immer keinen Bock darauf, dass es wegrennt. Da. Das ist es. Das riesige Wildschwein. Komm, dreh dich um. Ich habe was für dich. Das ist 7 mm groß. Ich habe auch einen Caller. Oh, wo ist mein Wildschwein-Caller? Ah, da. Na, wie findest du das? Interessiert dich nicht, okay. Bis 146 geht er auch. Also 144 ist dir. Potenzial ist da. So, jetzt dreh dich doch mal. Ah, jetzt. Hier, komm, ich gebe dir noch eine Chance. Und jetzt stirbst du gleich. Ein bisschen Breitseite hätte ich... Ja. Es ist down, Leute, es ist down. Das letzte Wildschwein ist down. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Werden wir hier mit einem Missions-Dia abschließen oder nur mit einem Gold? Ich habe ja so ein Goldgefühl. Schreibt mir auch gerne nochmal in die Kommentare, ob es bei euch Gold oder Dia gemacht hat. Bei uns macht es Gold. Okay, egal. Aber unser riesiges Wildschwein macht Gold mit 141,48. Das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne an. Und damit haben wir alle Missionen abgeschlossen, Leute. Wir sind durch in Hirschfelden und es steht Leighton Lake bevor. Nächste Woche am Freitag starten wir mit Folge 1 des Leighton Lake Missionen Guides. Lasst ein Abo da, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wiederschauend reingehauen. Habt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao und goodbye.